Amok-Alarm an einer Schule in Sachsen. Ein 16-Jähriger hat heute Morgen in Bischofswerda auf einen Drittklässler eingestochen. Offenbar mit einem Messer zog der Angreifer durchs Schulhaus. Das Opfer wurde schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Nach der Tat versuchte der Messerstecher offenbar sich selbst noch in der Schule anzuzünden, doch die Polizei konnte ihn eher überwältigen und dann festnehmen. Die Schule bleibt nach diesem tragischen Vorfall natürlich erstmal geschlossen. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.